Leute, es geht los. Willkommen zurück zu West of Loathing. Wir haben ein Spiel zu gewinnen. Ich würde sagen, this table is covered with a little toy soldiers and little toy cows and weird dice. Okay, play the little game. Let's go. Wir sind ja, dank Rufus, Profi in dem Spiel. Which battle would you like to recreate? The Battle of Cow Ridge, not won yet. The Battle of Medley, Lobbers Battle, Early Scrimmage, Stop Playing Around. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Battle of Cow Ridge. Oh, das ist deutlich. What? Da, okay. Ja, von mir aus. Was haben wir denn hier? Action, Hellbolt. Hellbolting your own units will not help the cause. Ja, das, achso, das bin ich. Oh, wir sind ja Kühe. Stimmt, da war ja was. You will deal 3 damage to this revolting human. Okay. Und was? This revolting human will be utterly destroyed. Das, okay. Okay, kostet 3 AP. Wir haben 5. Heal your target for 5 HP. This will not end your turn. Increases this target stats by 1. Oh, okay, wir können es also ein bisschen buffen und wir können aufgehen. Ich würde sagen, wir zerstören erstmal jemanden. Und ich würde sagen, wir zerstören den Healer erstmal ganz am Anfang. Bam. Perfekt. Okay, das ist ja unser Meat-Schild hier vorne. Wir haben alle nicht sonderlich viel HP. Den können wir aber einfach weiter angreifen. Oder wir healen uns einfach einmal. Ich meine, das. Wir haben gerade 5 Schaden bekommen. Das heißt, da können wir ganz entspannt Smitey-Mighty machen. Bam. Okay, bald ist das Meat-Schild hier weg. Vielleicht sollten wir uns dann mal um den Boy da vorne kümmern. Ich könnte ihn aber auch einmal healen. Ich habe nur einen Action-Point. Ah, verdammt. Ich könnte mich aber auch healen. Meine Stats verbessern. Oder ich töte ihn erstmal einmal. Aber wenn ich ihn heale, dann komme ich nicht wirklich gut voran. Obwohl, er wäre dann tot, ne? So, ich heale ihn jetzt einmal. Und dann dürfte die Kuh ja ihn... Ach, ich habe immer noch einen Action Point. Ah, ach so, ja gut, dann können wir ja hier ihn töten. Und dann wäre nur noch er übrig. Er dürfte jetzt nicht da durchkommen. Er dürfte jetzt da durch... wie die auf dem Boden liegen. Okay, ja, wir haben ja nichts anderes zu tun, außer Damage zu machen. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Autsch. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Okay. ich weiß nicht mehr, wie ich dich gevoiced habe. Es tut mir leid. It's nice that you're a good loser. By which I mean, you're good at losing. Haha. Okay, ich würde sagen, ich versuche das nochmal. Ich habe, glaube ich, den Kern der Sache nicht so ganz verstanden. Okay, das heißt, wir zerstören erstmal den Boy. So, damit wir hinter unserem Meat-Shield weiter beschützt sind. We've got a wounded soldier. Oh, okay, wir müssen definitiv den Healer killen. Vielleicht können wir uns auch einfach einmal healen. Einmal unsere Stats verbessern. So, plus 1 to all stats. Das können wir... Das machen wir jetzt einfach nochmal. Jetzt haben wir uns nämlich ordentlich gebufft. Okay, dann dürfen wir jetzt mehr Schaden machen. Bam, bam. So, wen healst du jetzt? Dich selber? Dann bist du clever. Okay, du bist nicht clever. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann bist du nämlich schon mal dead. Und dann sieht das jetzt, guck mal, deutlich einfacher. Deutlich, deutlich einfacher. Ja, wir haben gewonnen. Der kann nichts machen. Wie will er uns angreifen? I don't have anything to attack. Ah, so funktioniert das nämlich jetzt. Okay, verstehe. Gut, perfekt, perfekt. You prevailed in the Battle of Cow Ridge. Awesome. Play another one. Ich würde sagen, wir gewinnen alle, oder? Wir machen jetzt einfach alle durch. Das scheint ja hier weniger... Also es scheint ja hier mehr Taktik zu sein, es einfach nur drauf zu ballern. Also ich muss am Leben bleiben. Das heißt, ich muss die beiden hier töten in der Reihe. Und dann habe ich ja... Na, aber das sind Fernkämpfer, ne? Das heißt, er könnte mich wahrscheinlich auch dort angreifen. Obwohl, weiß ich nicht genau. Vielleicht sollte ich erstmal ein Target destroyen. Vielleicht destroy ich tatsächlich einmal den Healer ganz am Anfang. Ich glaube, das ist sinnvoll, den Healer ganz am Anfang wegzumachen. So, die Boys machen hier, was Boys auch so tun. Vielleicht töten die noch einen. Oh, wow, bin ich strong. Oh, bitte nicht den Necromancer töten. Minus 2. Okay, die sind auch relativ stark. Oh mein Gott, warum sind die denn so stark? Die haben AOE, das ist aber unfair. Ich würde ganz gerne... dich einmal healen, dann mich selber einmal buffen und dann würde ich ganz gerne ihn ausschalten. Kann ich ihn auch ausschalten? Ja, also ich glaube nicht.
dass ich ihn ausschalten kann. Deswegen gehe ich lieber auf ihn. Da war die Kauze. Ich hätte auf ihn gehen sollen da vorne. Huh. Sehe ich mein Leben denn irgendwo? 8 von 10. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal auf absolut Nummer sicher und heal mich einmal. Und dann mache ich hier Smitey Mighty. Gut, okay, nevermind. Hätte ich gar nicht machen müssen, aber das haben wir auch geschafft. Boom, play another one. Ich würde sagen, ja, wir gehen einfach weiter durch. Got the jump on him. Okay, 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 okay. Die Kuh hat hier 3 Leute am Start. Ich könnte natürlich den Boy buffen oder ich zerstöre einfach mal ihn da vorne. Pass auf, was passiert, wenn ich ihn dann zerstöre? Dann dürfen die doch hier nur noch die Kuh angreifen, ne? So, er ist sowieso tot, weil sie macht ja... Sie hat gebufft. Okay, sie hat uns einen Action Point gegeben. Das ist fein. Oh, die machen alle AOE. Das natürlich. Okay, wie komme ich denn jetzt hier raus aus dem Bums? Ich muss mich ja dringend einmal selber heilen. Ich glaube, ich heile mich auch einfach einmal voll. Und dann gehen wir auf ihn da vorne. Er dürfte ja sterben. Komm, Necromancer, du musst jetzt, achso, er greift ja sowieso an. Und mach mal hier ein bisschen Damage. Ich brauche keinen Action Point, Ich glaube, wir hätten auch sie heilen können, dann hätten wir das trotzdem überlebt und dann wird sie jetzt auch noch leben. Obwohl, nee, wir heilen ja nur um 5, ne? Und die machen jetzt 6 Schaden. Oh, das ist tricky. Das ist echt tricky. Ich muss mich weiter heilen. Die machen ja nur AOE. So, warte, ich habe 9 Leben. Das dürfte reichen. Die machen jetzt 6 Schaden. Das heißt, wenn wir jetzt auf ihn gehen, dann dürfte die Kuh ihn auch finishen. Dann bekommen wir jetzt nur noch 4 Schaden. So, die Kuh ist leider tot. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil wir haben bald keine Action Points mehr. Ich meine, wir kriegen 4 Schaden. Ich glaube, wir müssen uns gerade noch nicht healen. Wir könnten aber unsere Stats verbessern. Okay, jetzt haben wir keine Action Points mehr. Jetzt können wir uns noch nicht mehr healen. Das ist beruhigend. Wir machen trotzdem nur 3 Schaden. Dann hat das ja gar nichts gebracht. ich verstehe noch nicht ganz, was dieses Healen bringt. Eine Hellraise bringt. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Okay, wir sind tot. Das hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht müssen wir auch einfach nur als Healer agieren. Wir probieren es weiter. Bis ich es schaffe. Was macht das? Increase the target stats by 1. Ja, Target Stats, aber das hat weder unseren Schaden erhöht, noch unseren Damage minimiert. Also unseren Schaden, den wir machen, erhöht, noch den Schaden, den wir bekommen, verringert. Also ich, ich meine, einen ab zu zerstören ganz am Anfang ist es eigentlich schon wert. Ich meine, die Kuh müsste hier durch. Das heißt, wir zerstören jetzt mal ihn. So, dann macht die Kuh da ein bisschen was. Sie scheint ja nur zu heilen. Bestimmt gibt es hier einen easy Weg, das zu schaffen. Die machen alle Schaden. Gleich bekommen wir noch 6 Schaden. Autsch. Okay. Wir bekommen, also er stirbt sowieso. Die Kuh killt ihn. Wir bekommen gleich 6 Schaden. Das heißt, wir müssen uns einmal healen. So, jetzt überleben wir das schon mal. Du könntest auch geheilt werden. Dann würdest du das auch überleben. Du hast noch 7 HP, das heißt, du würdest es schaffen. Wenn ich ihn angreife, du hast nur noch 1 HP, dann dürfte die Kuh ihm noch deutlich mehr Schaden machen. Okay, versuchen wir das mal. So. Du machst ja nichts, außer mir ein AP geben, das ist in Ordnung. Okay, wir überleben das alle. Das war Plan der Sache. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich alle healen kann. Wird eng. Okay, wir müssen uns einmal healen. Und zwar bekommen wir gleich 4 Schaden. Dann überleben wir das. Du überlebst das und für dich habe ich leider keinen Action Point mehr. Das heißt, wir machen jetzt hier, töten ihn einfach mal, dann wird die Kuh sterben. Aber vorher darf sie ja noch einmal angreifen. Und dann dürften wir das eigentlich überleben, ne? Autsch. Und... Autsch. Okay. Wir müssen uns einmal heilen. Heal me. Und dann können wir ihn töten. So, dann kriegen wir noch ein Action Point von der guten Dame. Und dann dürfen wir uns gleich noch einmal heilen und angreifen. Und dann dürfen wir es eigentlich gewonnen haben, oder? Also dürfte doch so sein. So, jetzt haben wir 10 HP.
Wir machen 3 Schaden, er macht nur 2 Schaden. Das heißt, wir schaffen das. Wir haben gleich viel HP, wir haben es. Okay. Okay, das ist schon ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht unfassbar komplex und schwierig. Vielleicht gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Vielleicht auch deutlich einfachere. Aber das war zumindest ein Weg, wie es geht. Puh. Okay, you prevailed in the Lovers Battle of 1886. 8068, okay. Heck yeah, play another one. Nice, nur noch eins. Okay, das ist der letzte anscheinend. Ich meine, ich würde sagen, wir töten ihn. Damit unsere Boys hier am Leben bleiben. Und jetzt muss ich mal schauen, was die hier für Schaden machen. Ich meine, erste Battle ist immer ein bisschen testen. Die buffen uns also nur. Okay. Das heißt, jetzt haben wir das Meat Shield schon zerstört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt überleben kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich echt nicht, dass ich das überleben kann. Ich glaube, ich muss tatsächlich einen von denen am Anfang töten, damit die Mauer hier am Leben bleibt. Und dann kann ich die Mauer heilen. Ich meine, ich könnte ihn ja noch zerstören. Wir haben ja genug AP bekommen. Ich meine, wir sterben jetzt nicht, ne? Die machen die, wie viel Schaden machen die? Ich bin sowas von tot. Okay, die Mauer muss am Leben bleiben, wie schon gedacht. Okay, verstehe. Das kriegen wir hin, das kann... Ja, das machen wir direkt nochmal. So einfach gebe ich nicht geschlagen. Das heißt, ich muss am Anfang ihn zerstören. Oder einen von den drei, ist ja komplett Wurst wen. Und dann wird er wahrscheinlich einen von den beiden killen, würde ich mal schätzen. So, das Ding bleibt dann aber jetzt am Leben ganz knapp, genau. Wie viel Schaden machst du? Okay. Das heißt, ich muss diese Mauer hier am Leben erhalten. Er macht aber zu viel Schaden. Warte, könnte ich ihn healen? Du hast jetzt 7 HP. Ne, ich müsste dich eigentlich nochmal healen. Ah, verdammt. Ich könnte dich dreimal healen und dann ihm ein bisschen Schaden machen. Das war wahrscheinlich nicht so wirf. Eigentlich wollte ich das genug healen, damit es einen Hit aushält. Ihr macht 9 Schaden. Ja, das hat ja gar nichts gebracht, das dreimal zu healen. Das war absolut misplayed. Jetzt bin ich dead. Ich könnte dich aber noch zerstören. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich meine, der macht deutlich mehr Schaden als ich. Aber solange wir noch genug AP kriegen, um einen zu one-shotten, dürfte es ja genug sein. Okay, 9 Schaden. Wir haben nicht genug, um ihn zu one-shotten. Und der macht uns zu viel Schaden, als dass wir das jemals überleben könnten. Das heißt, wir versuchen uns einfach mal zu heilen. Und ja, wir haben 8, der macht 9 Schaden. Das heißt, ich bin RIP. Okay. Das war also auch nicht der richtige Weg. Tschüss, schöne Welt. Ich lebe noch, aber nicht mehr lange. Ja, gut. Dann increase mal. Achso, das increase diese Stats hier. Okay, verstehe. Ja, aber das bringt uns ja nicht allzu viel, weil wir machen nicht mehr Schaden und wir sind dead. Tschüss. Okay, das ist tatsächlich... Nein. Ich muss schon der Little Game jetzt hier noch fertig machen. Puh. Ich meine, was ist, kann ich ihn vielleicht buffen? Was ist, wenn ich ihn buffe? Und dann überlebt er es jetzt, ist die Frage. Und dann ihn zerstöre. Ich glaube nicht, dass der, also die Wall muss am Anfang bleiben. Wir testen jetzt einfach mal rum. Die Wall muss überleben, die erste Runde. Er wird die erste Runde nicht überleben. Haha, wir geben auf. Neuer Versuch. Ah, da. Was bringt es euch zu buffen? Eigentlich nichts. Ich meine, ich könnte auch einfach mich selber buffen, aber es bringt ja auch nicht allzu viel. Die Wall zu buffen bringt auch nichts. Ich muss am Anfang einen von denen töten. Wir starten erstmal damit. Ich muss am Anfang einen von denen töten. So, dann bleibt die Mauer am Leben. Dann habe ich noch genug AP, um... Warte mal, einer von euch wird nächste Runde sterben. Wenn ich das jetzt hier mache, überlebt ihr beide auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich dich jetzt töte, sagt dich, dann dürfte ich nächste Runde noch genug AP haben, um nochmal einen von den beiden zu killen. Und dann danach nochmal AP, um den nächsten zu töten. Und das dürfte ich ja bis dahin überleben, wenn ich mich zwischendurch einmal heale. Ich habe genau 3 Action Points, ich werde es nicht überleben. Gut zu wissen.
jetzt habe ich die auch noch geheilt. It's all coming together. Ja, ich bin tot. Was soll ich sagen? Was soll ich? Also ich meine, ich habe da absolut keine Verteidigung, außer dass ich scheiße bin. Autsch. Und Autsch. Könnte aber der richtige Weg sein, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder muss ich mit um die Wand so ein bisschen rumspielen? Ich meine, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, am Anfang einen von denen zu destroyen. Ich könnte aber auch... Ja, die Wall zu dingsen bringt halt auch nichts. Mich selber zu buffen bringt auch nichts. Ich muss meine Action Points einfach sparen. Und einen von denen mal destroyen. Ich nehme mal den mittleren. So, wir kriegen 2 Action Punkte. Okay, okay. Autsch. Wir haben 4 Action Punkte. Nächste Runde kriegen wir 2. Das heißt, wir könnten jetzt einmal einen destroyen und dann nächste Runde einen destroyen. Aber ich muss ihn jetzt zerstören, sonst kann ich nächste Runde keinen zerstören. Was ist, wenn ich jetzt ihn kaputt mache? Der nächste Hit wird ja noch abgefangen. Dann kann ich ja eigentlich theoretisch eine Runde warten. Genau. Ach, wir kriegen trotzdem 2. Stimmt, die beiden sind ja jetzt noch dran. So, du bist jetzt weg. Ich habe aber jetzt genug Actionpunkte, um noch einen zu zerstören. Das heißt, wenn ich jetzt dich zerstöre, kann er mich auch angreifen, ist die Frage. Ich glaube nicht. Das heißt, wenn ich ihn jetzt zerstöre, dann könnte ich ihn danach ganz entspannt einzeln ausschalten. So, wir kriegen noch einen Punkt. Danach kriegen wir nochmal einen Punkt. Ich habe einen Actionpunkt, genau. Ich könnte sie jetzt aber auch heilen, ne? Nee, ich kann nicht genug heilen. Du machst zu viel Schaden dafür. Also ich mache hier einmal Buppidi-Buppidi. Kriegen noch einen Actionpunkt dazu. Dann können wir uns gleich theoretisch einmal heilen. Aber ich glaube, das dürfen wir jetzt eigentlich geschafft haben, oder? Wenn wir uns zwischendurch noch einmal heilen. Er greift uns jetzt nämlich an. Okay, okay, okay. Wir haben aber 2 Actionpunkte. Das heißt, es würde reichen, wenn wir uns jetzt einmal selber heilen. Ihn dann einmal angreifen. Dann überleben wir seinen nächsten Hit und dann stirbt er jetzt. Okay, okay, okay. Das war, ja. We did it. Wäre zu einfach, wenn ich euch den richtigen Weg am Anfang zeigen würde. Ich will ja gucken, dass ihr auch ein bisschen mithüftelt und ich meine, ich habe natürlich von Anfang gesehen, wie es richtig geht. Ist natürlich allen. nice. Wow. You're really good at this game. Getting good was the only way to keep my little brother from lording it over me all the time. I feel like we should give you some kind of prize. I've got some leftover guns from when I was gluing the figurines together. Want them? Danke, ja sicher. A bunch of really small guns. Cool, da haben wir jetzt 2 von, ne? Ja, super. Ach nee, da vorne. This is a handful of tiny pewter guns, which presumably serve some purpose in the games they play at Fort Memoriam, but which could also be used to outfit a small army of elves. Beruhigend. So, Mr. Caretaker, das bist ja du. Howdy, Ernie. Hallo. Achso, ja, nee, dann, take your leave. Never mind. Ich, bist du's? Ja, ja, ich, wer war denn von euch nochmal hier? Was, du, ich? Wirklich? Ach, Jeff war's. Stimmt, Jeff. Ah, ich bin ja der Letzte. So, looks like I broke your winning streak. So sieht's aus. Damn, dang it. I guess you did it. Did it. Hey guys, I gotta get back to work. I'll catch you next week. Okay, gut. We did it, we did it, we did it. Wir haben ihn erfolgreich besiegt. Und ich würde sagen, wir schauen einmal auf die Map. Und wir schauen einmal auf die Map und fahren jetzt auch mal direkt. Fahren. Wir reiten direkt mal auf Bowski zum Military Cemetery, um zu gucken, ob er auch wirklich angekommen ist. Your transponder bleeps and the signal leads to one of those El Vibrato robots, which is basically just doing aimless donuts around a forest clearing. Approach it. Moin. Wie viel Leben hast du? 77. Das war dein Todesurteil. Und tschüss. Also gegen Single Target sind wir echt ziemlich strong. Wir können ja auch einmal in unser Inventar ganz kurz gucken, bevor ich das vergesse. Wir können ja theoretisch einen kleinen Helfer... Okay, ja, okay. Einen kleinen Helfer
erschaffen. Ja, ich meine, können wir jetzt bei allen eigentlich machen, ne? Wir haben ja sonst keine weiteren großen Knochen, ne? Summon a skeleton to protect you. Ja, ich glaube, das würde ich gerne ein paar Mal eigentlich machen. Zack dich. Oh, ich darf nur so viele haben. You've got too many. Okay, gut. Nice, 3 Stück ist also das Maximum. Dann haben wir einen kleinen Helferlein im Kampf. Sehr schön. So, wo ist denn hier unser Boy-Moi? Investigate, ja. Okay, gut. Der schläft da drin. Das ist beruhigend. Kann ich mit dem denn hier echt nichts mehr machen? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben hier nichts weiter zu tun. Ja, nee, wir visiten jetzt mal hier keinen Plot. Partner. Looks like a military cemetery overthrew that gate. Ja, okay. Okay, what do you think we should do next? Seems like we gonna have to do the major's job for him if we're gonna get that lumber for me. Yep. Yep, was hat denn der Mayor nochmal für Aufgaben? Ich muss jetzt einmal in die Stadt gehen. Es tut mir leid, ich muss einmal in die Stadt, weil ich habe keine Ahnung mehr. Wo ist denn die Stadt? Bin ich blind? Ich bin wahrscheinlich blind. Ah, hier, Bradwood, da oben. Ich suche die ganze Zeit viel zu weit unten. Oh, you see a wooden sign off the side of the trail that reads Jumble Neck Mine, 4 miles. It's weird that they put a period on the sign. And it's weird that they bothered to carve individual hyphens and a greater than sign instead of just carving an arrow in it. Das ist zu self-aware. Okay, cool. Nee, wir wollen erstmal in die Stadt gehen. Das können wir dann später mal auschecken. Ja, stimmt. Ihr seid ja ziemlich wild unterwegs hier vorne. Braidwood Mayor. Okay, wir haben hier eine Liste mit Problemen. können wir jetzt... Was? Note, the last time a major let this list get over 3 things, we chased him out of town which his, with his breadsticks nailed to the top of his head. Okay. Sag mal, Boy. Did you sort out that trouble at the cemetery? Yep, the caretaker is back on duty. Oh, das haben wir jetzt tatsächlich gemacht. Stimmt, das haben wir für den Mayor gemacht. Well, ich meine, well, that's certainly good to hear. Those skeletons were real nonsense. Okay, they sure have a way of getting under your skin. Haha, bedummt. Versteht ihr, weil Knochen unter der Haut, ha? The mayor glances at the list of problems posted on the wall and paces around nervously. Okay, offer to help with his problems. Okay, wir schauen uns mal an, was es denn so zu tun gibt. Ja, Missing Mail. Ich würde sagen, Missing Mail. Okay. Our last batch of mail never got here. We don't know if something happened to the mailman or what. Go talk to Reginald in the bunkhouse. He used to be a mailman, so he can tell you where to start your search. Got it. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal beim Boy hier vorne vorbei im Bunkhouse. Da können wir auch eigentlich schon mal reingehen, damit ich das auch ja nicht vergesse. Okay, hier müssen wir mit jemandem sprechen, um die verlorene Mail zu finden. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.